Ladies and Germany, ganz herzlich willkommen heute hier zu diesem außerordentlich wilden Ritt in Folge Nummer 4. Warum klatscht ihr? Ich habe gelacht, geweint, wieder gelacht und wieder geweint. Also es ist wirklich... Das ist irre. Wir werden nicht nur lernen, wie man als Playboy die Mädels klärt, ja? Von unserem Oberplayboy Saskia, nee. So, Frauenwechsel. Wir haben auch einen sehr überraschenden Ausstieg und Leute, noch so viel mehr. Ja, ich freue mich. Die ganze Folge nochmal nachsehen könnt ihr natürlich auf TV Now. Und ich würde mich aber sowas von freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Gefällt mir da lasst. Das ist dann der gesunde Egoismus. Wir starten rein in einen wunderschönen Morgen und ein sehr, ja, aufschlussreiches Gespräch, beziehungsweise komm, ist doch einfach auch mal überfällig, dass die Mädels jetzt mal darüber reden, oder was? Glaubst du, dass hier Leute gehen werden, weil sie sich verliebt haben, aber nicht in Irina? Ich glaube, dass sich hier Leute verlieben könnten, außerhalb von der Situation mit Irina, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gehen, deswegen. Oh, scheiße. Aber das wäre doch, also das finde ich ehrlich gesagt unfair. Ist es auch. Kann ich mir auch nicht vorstellen, als ob, warum? Ich meine, alle Türen offen halten, oder was? So ist doch die Devise von der einen oder anderen hier. Biene, du kannst gerne meinen Platz einnehmen, ich gehe jetzt duschen. So, Frauenwechsel. Da freut sich die Biene doch, oder? Da saß sie da jetzt auf der Bettkante und hat gewartet und den Mann beim Kuscheln zugesehen und jetzt darf sie auch mal ran, Mensch. Das Leben ist schön. An Biene verzaubern sie quasi ihre Art, ne? wie liebevoll sie ist und so. Und bei Iri ist es so dieses Feuer, was da in ihren Augen lodert. Also weiß nicht, wie sie einen anguckt. Damit kann sie einen schon um den Finger wickeln. Heule, es ist einfach ein neuer Tag und Saskia hat einen neuen Crush. Na klar, ich meine ganz nach dem Motto, neuer Tag, neuer Crush. Zufälligerweise heißt sie auch Iri. Bist du echt schon verknallt? Ja, heftig gecrushed und ich bin mir sicher, wenn ich sie kennenlerne, dass ich mich in sie verliebe. Kann ich wirklich so sagen. Mhm. Ja, so ist es nämlich bei den anderen Mädels. Die fokussieren sich nur auf Irina. Also Irina, Iri Princess, okay? Vor allen Dingen Miri, ne? Vor allen Dingen Miri. Meins. Oh mein Gott. Guten Morgen. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday, Elsa. Alles Gute nachträglich. Das finde ich sehr schön. Danke. Und ein bisschen Frühstück für uns alle? Ja, also ich habe mich richtig gefreut, dass Irina mit Kuchen kam. Und es hat auf jeden Fall meinen Morgen gerettet. Ich sag erstmal Hallo hier. Schöne Blastern. Ich liebe, dass wir Elsa mit einem kleinen Zeitblick so beim Umdrehen schickt sie noch mal kurz den Arsch der Princess. Na klar. Blastern. Gut siehst du aus. Hi. Als Irina reinkam in ihrem Sportoutfit, dachte ich, oh ja, ich will sie eigentlich nur zum Schwitzen bringen. Das macht die Mädels richtig nervös, wenn die Iri da in der Sportklamotte vorbeikommt. Iri sah sehr gut aus heute. Also der sportliche Look, das ist schon auch ein Hingucker. Bikini fehlt mir jetzt noch, dann ist das Bild langsam komplett. Miri, du Schlingel. Aber ja, krass, die stehen wirklich auf diesen sportlichen Look. Und wie geht's dir? Geht so. Geht so? Bisschen emotional heute. Willst du mal, sollen wir mal 5 Minuten uns irgendwo hinsetzen? Emotional? Schon geheult. Echt? Ich glaube, ich habe einfach hier gar nicht den Raum, um meine Gefühle zu ordnen. Und das belastet mich. Ach du Scheiße. Elsa weint. Elsa macht es natürlich immer sehr gut. Also Elsa ist ja so, die ist immer sehr präsent. Also sie ist immer da in dem Blickwinkel. Das ist eine sehr gute Taktik. Und ansonsten, aber das ist halt Elsa. Das ist halt Elsa, ist eine Taktik, aber das ist halt Elsa, alles klar. Das geht ja Hand in Hand, ne? Taktik und so sein, wie man ist, das spielt ja zusammen. Aber ich verstehe es nicht. Also viele Mädels sagen das ja oder denken das über Elsa, ne? Auch diese Präsenz und so. Aber das könnten die doch alle auch. Also die könnten sich doch auch mal ein bisschen mehr bemühen. Und die so, nö. Ich kann es gar nicht beschreiben, das ist irgendwie so anstrengend. Ach Mann, ich finde es so süß, dass Iri direkt auch so Elsas Körperkontakt sucht und sie so am Arm nimmt und ihr so, ach komm, erzähl, ich bin da. Ich denke mal einfach, das nennt sich Liebe. Das ist irgendwie intensiv von den Gefühlen her. Ich kann damit gar nicht umgehen gerade. Bei mir ist es voll schnell so, dass wenn ich merke, jemand hat so Interesse an anderen Menschen, dann bin ich so, ja okay, dann halt nicht, dann gönn dir, nimm die anderen, brauche ich nicht. Ich kann jemanden, so in meinem Kopf ist so, ich kann jemanden haben, der nur mich sieht. Das ist auch absolut okay. Also es wäre ja schlimm, wenn es andersrum wäre. Und ich weiß, es gibt auch Leute, bei denen werden Menschen noch interessanter, wenn du wie Scheiße behandelt wirst. Ich hab den tollsten Freund der Welt! Und gleichzeitig weiß ich so, sie muss die anderen sehen. So, deswegen sind wir hier. Aber es ist einfach schwer auszuhalten. Ich kenne das halt einfach gar nicht. So, wenn ich eine Frau kennenlerne, dann
lernt sie nur mich kennen. Ja. Das ist einfach super intensiv alles. Ja, für mich auch. Und ich will gar nicht wissen, wie schlimm es noch wird. Ich glaube, es war total gut für mich, noch mal kurz so einen Austausch zu haben und einfach zu hören, dass es auch Irina mit dieser Situation komisch geht. So, und jetzt sitzen die Mädels hier. Es gibt eine wilde Diskussion, weil da wurde wieder eine spannende Frage gestellt, wie Irina denn ihren Morgen verbringt. Das hat mich sehr berührt in dem Moment. Das zeige ich euch eigentlich nur unter folgendem Hintergrund. Ich versuche immer, mir Zeit fürs Frühstück zu nehmen. Aber na, ansonsten mache ich nicht viel. Ein bisschen Musik an, Zähne putzen, das gehört schon dazu. Dir ist kalt, das sehe ich. Ja, Britta hat da jetzt einfach mal, ne, Iri hat nichts gesagt, ihren Pulli da ausgezogen und ihr den gegeben, ne, dir ist kalt, das sehe ich. Nimm ihn jetzt! Shoot your shot, sage ich immer. Nimm ihn mit, ich hole ihn mir nachher ab. Denn es steht ein Sportdate an und zwar dürfen auch ein paar Mädels mit, unter anderem Britta auch. Danke für die Einladung. Bis gleich. Ciao, ciao. Oh, ich habe eine Unterhose vergessen. Tja, wer kennt's nicht, ne? Einfach mal die Unterhose vergessen. Oh, scheiße. Heute wird's sportlich und hoffentlich actionreich. Action ist mir sehr wichtig und auch in der Beziehung. Und insofern teste ich heute mal die Frauen, ob sie bereit dafür sind. Ach komm, Action, immer nur Action, 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 Iri. Das ist wirklich ihr Lieblings, ne? Britta ist dabei, da habe ich nicht so gute Chancen, daneben gut auszusehen. Tut mir leid. Das erinnert mich an alte Zeiten. Ja, das wusste ich, dass das perfekte Date für dich ist, oder? Nein. Ach, die ist so vormarschiert, damit die erste ist, die hier die Iri umarmt. Aha. So, und jetzt treten die gegeneinander an. Die machen einen Staffellauf, ganz klassisch, ne? Zwei Teams. Und am Ende ist da Iri gegen Britta. Weil die sind ja so die sportlichsten. Warum mache ich so? Die sind halt einfach sehr sportlich, ne? Von Gia war ich überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass sie ein bisschen zurückhaltender ist, aber sie hat vollen Einsatz gezeigt. Moment mal, hat sie gerade sie zu Gia gesagt? Ich möchte jetzt nicht, dass ihr ausrastet in den Kommentaren, ja? Das könnt ihr weiterhin bei mir machen. Aber Iri ist genauso ein Mensch wie ich auch und wir machen Fehler. Und das ist völlig okay und das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt in diesem Moment respektlos Gia gegenüber sein will. Mm-mm. Es ist einfach sehr ungewohnt, okay Leute? Alter, was soll die Scheiße? Das ist ein Staffellauf und Britta wartet jetzt, dass hier die Iri auch ihren Staffel kriegt. Heißt das so? Ihren Stab, ne? Mann, come on, das ist doch auch nicht fair play und voll scheiße fürs Team, Mann. Das ist ein Staffellauf und wenn man dann den Stock in der Hand hat, dann läuft man ja normalerweise weiter. Aber das ist nicht passiert und das hat mich geärgert. Als Irina vor mir gelaufen ist, ist mein Blick dann doch etwas nach unten gewandert. Ach, Britta, du bist ein richtiger Lustmolch. Jetzt haben wir den Salat, ne? Jetzt ist Britta da auf die Schnauze gefallen. Na toll. Irinas wunderschöner, trainierter Hintern hat mich etwas aus der Balance gebracht. Die ist irgendwie ein Kerl, ne? Aber so ein sexistischer. Ärsche überall. Überall. Ja, natürlich hat jetzt Iris Team gewonnen. Ich find's gut, wenn mich eine Frau schlägt. Ich mag das. Jetzt haben die ein kleines Trinkpäuschen und das jetzt, was jetzt kommt, Leute, das ist ein Moment. Hol die Taschentücher raus. Und was machst du sonst so in deiner Freizeit? Tanzen? Tanzen? Rappen? Das habe ich auch schon mitbekommen. Gedichte schreiben? Ja, okay. Über Outing. Cool. Hör ich das auch irgendwann mal? Ja, sie hört es jetzt. Also Vicky hat echt Eier. Und präsentiert uns da jetzt eins ihrer Gedichte. Aber nicht, dass ich weinen muss. Nein, 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 nein. Okay. Sie so, nein, 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 das war gelogen, Vicky, das war gelogen. Das ist ein sehr emotionales, aber schönes. Ich wollte mich niemals outen. Ich wollte einfach nur durch mein Leben laufen, unpolitisch. Doch das geht nicht. Denn jeder Sex und jedes Händchenhalten ist für euch kritisch. Wenn ihr mich also fragt, was ich von Outing halte, dann ist meine Faust eine geballte. Denn es geht um so viel mehr als Liebe, Sex und mich. Solange du so tust, als betreffe mein Outing dich. Boah. Ich habe Gänsehaut einfach. Ich träume davon. Und ich weiß, wir sind irgendwann da. Dass wir unseren Enkelkindern erzählen müssen, weil sie es einfach nicht besser wissen, was ein gottverficktes Outing war. Wow. Mega.
Ich bin so traurig und so toll aber auch. Und ach, ich weiß auch nicht, es war voll emotional. Wie habt ihr das empfunden? Ich glaube, Menschen, die noch nie in ihrem Leben ein Outing hatten, können niemals nachvollziehen, wie sich das anfühlt, weil man sich in dem Moment nackt macht und du musst immer damit rechnen, dass Menschen dich deswegen ausgrenzen, dass du deswegen keinen Job bekommen kannst, dass Menschen übergriffig dir gegenüber deswegen werden. Und das ist wirklich das Allerschlimmste. Also ich kann es selbst natürlich auch nicht nachvollziehen, weil ich mich nie outen musste, aber ich kann es irgendwie mich reinversetzen, also dass du ja wirklich, genauso wie Vicky gesagt hast, dich nackt machst und es einfach immer noch viel zu viele Leute gibt, die keine Akzeptanz dafür haben. Also klar, wir sind jetzt hier in Deutschland, aber es gibt ja auch immer noch eine ganze Menge anderer Länder, wo das komplett verboten ist oder einfach wirklich gar nicht toleriert und das ist einfach nur schrecklich. Vicky hat in ihrem Gedicht diesen Schmerz und die Angst vor dem Coming Out super emotional und auf den Punkt wiedergebracht. Und das hat mich sehr berührt in dem Moment. Ich fand es sehr schön, dass Irina so wertschätzend damit umgegangen ist. Und es ist mir auch wichtig, dass es sie berührt, weil es für mich ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich für fast alle da ein wichtiges Thema, oder? Also ich weiß jetzt, dass Iri zum Beispiel eine sehr gute Reaktion von ihrer Familie hatte, aber was ist mit der Außenwelt? Das weiß man ja auch nicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn du als lesbische Frau mit deiner Freundin durch die Gegend gehst, da gibt es bestimmt auch komische Blicke oder vielleicht mal einen blöden Kommentar oder überhaupt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Alltag für die ist, wie scheiße das sein muss. Einfach. Wie verarbeitest du denn deine Gefühle? Hast du da irgendwie einen Weg für dich entdeckt? Die Iri. Also die andere Irene, die mag gern zu reden, die vermittelt gern. Sehen wir später nochmal. Die hat da Talent. Also bei mir ist es echt Sport irgendwie, um so den Ausgleich zu haben, runterzukommen. Diese Erschöpfung des Körpers und dann die Ruhe danach bringt mich so dazu, die Sachen wieder so zu ordnen. Also ich rede viel über das, was mich bewegt, was ich fühle. Ja. Meine besten Freunde sind da echt ganz wichtig für mich. Ich finde es geil, dass Britta jetzt einfach mal einsetzt. Wurde sie gefragt? Wie auch immer, finde ich ja gut, ne? Lass raus. Bei mir ist es oder Träumen. Träumen? Ja, ich habe immer richtig wilde Abenteuerträume. Das sind, ja, das sind auch keine Albträume dann, sondern so wirklich verrückte Geschichten, was man wirklich auch verfilmen könnte. Boah, ich auch. Alter, wie ich träume. Ich habe ein komplett anderes Leben in meinen Träumen. Ich habe da wirklich ein eigenes Business, was ich leite. Ich kann mich auch immer wieder in denselben Traum hineinträumen. Ist ziemlich geil. Denkt ihr manchmal, ihr müsstet irgendwie noch mehr teilen? Ich erzähle euch alles, was ihr wissen wollt. Ja, wollt ihr die Story wissen, schön, wie ich meine Fahrlehrerin rumgekriegt habe? Ja, ja, bitte. Ja, ich glaube vor allen Dingen Biene. Unbedingt. War sie vergeben, hetero und... Nee, vergeben halt und lesbisch. Oh Mann. Ich finde es halt schon hart, ne, dass man so stolz darauf ist, dass man eine vergebene Frau rumgekriegt hat. Ich meine, ja gut, mach dein Ding. Gott hat mir gesagt, du hast deinen Segen. Aber finde ich auch irgendwie scheiße, Mann. Also komm, muss nicht sein. Ja, da saß ich im Theorieunterricht und da saß ein und ich dachte mir, Alter, ist die heiß. Ich habe sie auf jeden Fall dann ganz stalkerig auf Facebook gesucht. Ja. Ganz stalkerig auf Facebook gesucht. Ich glaube, das ist so ein Ding von Saskia, diese Stalker-Moves. Bei Biene, könnt ihr euch erinnern, Folge 1, die hat sie auch schon bei Instagram durchgeliked und alles, pipapo. Natürlich. Hab ihr dann geschrieben, dann haben wir zweimal geschrieben, dann haben wir uns getroffen. Und dann hat sie mich mal mitgenommen zu ihren Freundinnen. Dann haben wir krassen Sex gehabt auf jeden Fall. Hä? Das war die Sex-Story. Und dann hatten wir krassen Sex gehabt. Tatsächlich ist es so, wenn ich mir jemanden vornehme, dass ich diese Person für mich gewinnen möchte, dann funktioniert es auch in 99% der Fälle. Ja, das ist doch schön. Aber irgendwie komisch, dass sie sich nicht mal vornimmt, hier Iri, aka Princess Iri, klar zu machen, weil dafür ist sie da. Also die hat ja wirklich nur Interesse an jedem anderen Mädel, außer an Iri. Okay. Das einzige Gas ist Vollgas. Ich habe einen Blick aufgefangen von Biene im Pool, als Saskia eine Story von irgendeiner anderen Frau erzählt hat. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass es Biene richtig stört. Ah, okay, Miri hat es auch gesehen. Dann wird das Saskia auch checken. Ist ihr scheißegal. Na gut. Und es zog sich dann über ein paar Monate, dann hat sie sich von ihrer Freundin getrennt. Dann sah es so aus, als würde es was Ernstes werden und dann hatte ich da keine Lust mehr drauf. Ja. Sympathisch.
Ich mag diese Aufmerksamkeit, wenn ich die bekomme, nachdem ich geflirtet habe und dann kommt ein Flirt zurück, so, dann ist es ein schönes Gefühl für beide und damit ist es dann halt auch nach einem kurzen Moment halt erledigt. Finde ich irgendwie interessant. Genau, was sie eigentlich sagen will ist, wenn sie jemanden hatte, dann ist die Person uninteressant und sie lässt sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Period. Ist da eigentlich Eis drin? Also ich will es gar nicht crashen, aber ich glaube, ich habe mir eben ein bisschen wehgetan. Oh shit. Britta hat sich nämlich verletzt, als sie da Iri auf den Arsch geglotzt hat. Ich hoffe, das sieht man nicht im Fernsehen, wie ich das gefallen bin. Aber bist du gefallen? Ach so, als ich vor dir war? Ja. Okay. Vielleicht war ich ein bisschen abgelenkt. Ich glaube, wir fahren dann gleich mal ins Krankenhaus. Nein. Dann ab mit ihr ins Krankenhaus. Vielen Dank für den schönen Tag heute. Mir auf jeden Fall alle gezeigt, dass ihr für Action offen seid und alle eine sehr gute Figur gemacht. Vor allem Britta. Oh, ich habe nur einen Toaster vergessen, Britta. Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Und aber mit einer von euch würde ich gerne noch den Rest des Tages verbringen. Soll ich sagen? Mit einer von euch. Wisst ihr, wenn die Princess nicht mal richtig gendert? Da verstehe ich echt nicht, warum ihr das von mir erwartet. Also ich gebe wirklich immer noch weiterhin mein Bestes, ja? Aber please, be kind. Und zwar mit Sarina. Oh, ja, sehr gerne, danke. Jetzt da sind die Ladies. Die Ladies sind nur zu dritt. Hä? Britta hat sich verletzt, ist im Krankenhaus. Elsa ist alles aus dem Gesicht gefallen. Was? Ist umgeflogen, ja, am Arm. Shit. Ja. Und Sarina ist noch beim Einzeldate? Ja. Sarina war heute richtig schön flirty. Die hat das heute... Die ist auch flirty. Spricht aber dann noch einiges dafür, warum sie diejenige war, die das Einzeldate bekommen hat. Ich freue mich für keinem richtig, weil ich will da sein. Das ist dann der gesunde Egoismus. Ja. Ich kann das ja komplett nachvollziehen, ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich war ja super nervös und ich hätte gedacht, dass ich so mega Berührungsängste habe, aber in der Situation ist mir auf einmal alles super leicht gefallen. Wie geil, ne? Die haben einfach jetzt ein Date im Spa und massieren sich da gegenseitig und so. Perfekt. Kannst du noch ein bisschen weiter machen, bitte? Forderst du sowas auch in der Beziehung ein? Also Massage auf jeden Fall. Okay. Ja, ich mag das richtig gerne. Also Sarina zu massieren hat sich sehr schön angefühlt. Es war auch ein bisschen sexy. Ich finde, wenn Iri so über sexy redet oder so, dann ist es immer so ein bisschen verschämt. Aber süß. Wisst ihr, was ich meine? Eine Masseurin hier nach dem Start. Und auch so eine schöne. Ich kann nicht mit Komplimenten umgehen. Kennst du das auch mit? Nein, das nicht. Oh Mann, die ist schon wieder so. Ich liebe das, ja. Hast du schon immer nur Frauen gedatet? Hm. Nee, das ist eigentlich eine mega krasse Story, das will ich jetzt irgendwie nicht auf dem Massagentisch so erzählen. Das ist auch ein bisschen traurig. Oh Mann. So, jetzt musst du auch noch mal kurz ran bei mir. Sehr gerne. Die Iri, die will. Die will. Sarinas Massage. Salazar. War sehr gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass uns die Berührungen näher zusammengebracht haben. Ja, man kommt Irina in normalen Treffen auch nicht so nah. Nein, aber du hast vorhin ein Thema angesprochen. Ja, meine Outing-Story. Ah, okay. Jetzt packt sie doch aus. Boah, Iri, einfach ganz frech, ne? Fragt nochmal nach. Finde ich gut. Okay. Alle meine Freundinnen hatten halt einen Freund und dann war es halt so, dass ich nebenbei was mit Frauen hatte. Einfach so, das war fun. So ein bisschen rumknutschen, oder? Nö. Ach, schon mehr, okay. Ja. Darauf wollte ich auch eigentlich gar nicht hinaus. Genau, dann war es so, dass ich einen Freund hatte für 3 Jahre. Und dann war es auch so, dass er mir relativ am Anfang schon gesagt hat, dass er Krebs hat, also schwarzen Hautkrebs. Und dann ist es halt wirklich so gewesen, dass er im Endeffekt gestorben ist, weil ich halt wirklich auch Gefühle für ihn hatte. War es dann so, dass ich in ein richtig krasses Loch gefallen bin. Dann, wenn du immer tief in dieses Loch fällst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du dann halt so entscheidest, okay, entweder du musst dich jetzt selbst aufgeben oder du musst halt weitermachen. Oh mein Gott, Sarina, das tut mir so unfassbar leid. Krass, Mann. Dann lässt du dein ganzes Leben so rückblickend nochmal an dir vorbeiziehen und dir fallen so viele Situationen aus, wo du so denkst,
gay quasi, ne? Bei mir war es dann einfach so, dass ich erkannt habe, dass das, was mich noch antreibt, die Liebe ist. Und in diesem Moment habe ich die Liebe zu mir selbst entdeckt und auch die Liebe zu den Frauen. Ach krass. Also Leute, bitte, wenn ihr mal gedacht habt, ihr seid gay, dann denkt noch mal drüber nach, weil ihr habt nur dieses Leben und das klingt jetzt wirklich kitschig und scheiße, aber that's a fact. In the end geht es nur darum, dass ihr glücklich seid und priorisiert euch bitte und guckt, dass ihr das Leben führt, was ihr führen wollt und mit wem ihr das führen wollt, okay? Und letztendlich ist es auch scheißegal, was die anderen sagen. Ich weiß, Familie und Freunde und alles, das ist wichtig, aber wollt ihr, dass ihr glücklich seid oder wollt ihr, dass die glücklich sind? Bin ich auch mit meinen Freunden zusammengekommen und war dann das erste Mal mit einer Frau in einer Beziehung und mit dem kompletten Drum und Dran. Wir waren auch dann anderthalb Jahre zusammen und das war nämlich dann wie die Erleuchtung für mich und ich habe gedacht, okay, so soll eine Beziehung sein, so soll Sex sein und jetzt fühlt es sich richtig an. Ich finde es schön, dass sie irgendwie immer so locker mit dir ist. Finde ich schön, dass du es entspannt mit mir findest. Ich finde es auch entspannt mit dir. Schon wieder Kompliment. Ach, die sind aber zuckersüß zusammen, die beiden, oder? Da habe ich schon gemerkt, da ist irgendwo ein kleiner Funke vorhanden. Ich schwärme auf jeden Fall für sie und da kann sich einiges draus entwickeln, auf jeden Fall. Also für einen Kuss war der Zeitpunkt noch nicht da, dafür kennen wir uns noch zu wenig. Moment mal, aber Elsa kannte sie jetzt besser? Okay. Ich glaube, das war das schönste Date in meinem Leben bis jetzt. Wer möchte was wissen? Warte, Sarina, stopp, ich rufe alle zusammen. Mädels! Ja, die ist jetzt wieder zu Hause, ne? Und da ist jetzt natürlich wieder Berichterstattung, wie das halt immer so ist. Hat aber nicht jeder Bock drauf. Mädels, wollt ihr die Story hören von Sarina, oder? Nee. Ich gehe schlafen. Ich habe von Anfang an die Mädels nie gefragt, wie ihre Dates verlaufen sind, da das an meinem Selbstbewusstsein nagen wird, wenn ich höre, wie wunderschön die Dates waren. Ach, Kali ist fertig mit der Welt, glaube ich. Die ist richtig traurig und verletzt und denkt sich, Mann, wieso treffen sich eigentlich alle mit meiner neuen Freundin? Okay, dann halt nicht. Dann gönn dir, nimm die anderen. Brauche ich nicht. Ja, und Sarina packt natürlich aus, erzählt alles, Pipapo, Massage, dies, das. Ananas. Das klingt natürlich nach einem Traumdate und das war's wohl auch. Da waren wir natürlich alle grundsätzlich neidisch. Alle außer Saskia. Ich glaube, die hat nicht so viel Interesse, da jetzt mit Iri irgendwie groß auf ein Date zu gehen, oder? Was sind auf jeden Fall auch von ihrer Seite so flirty Sprüche gefallen und sie hat halt auch so ein bisschen Körperkontakt zu mir gesucht und so Kleinigkeiten halt auch, ja. Aber es hört sich richtig schön an. Ja. Jetzt gehen die Mädels alles schon mal in die Haier, bis auf Saskia und ihre neue Perle, Irina. Also ich muss tatsächlich, glaube ich, auch nochmal mit Biene reden heute. Weil ich gemerkt habe, dass sie definitiv viel weiter ist als ich. Ich empfinde mich so wie sie. Wenn ich mit ihr kuschel, das ist schön, das ist keine Frage. Aber viel mehr Interesse ist tatsächlich meinerseits gar nicht. Also ich habe nicht so krassen Bock, sie mit ihr rumzuknutschen oder so. Okay. Ich habe halt nicht das Bedürfnis, so krass intim mit ihr zu werden. Ach ja? War das nicht irgendwie anders? Hat die nicht gesagt, als jemand gefragt hat, wer kriegt den ersten Kuss? Und da hat sie gesagt, ich, aber nicht mit der Princess und meinte Biene damit? Und ich glaube, das ist halt der Gedanke, ist mein Hintergedanke, warum das für mich eher auf eine Freundschaft wahrscheinlich hinausläuft. Oder ist es vielleicht, weil du jetzt schon wieder Interesse an einer anderen Frau in der Villa entwickelt hast? Man weiß es nicht. Man munkelt. Wenn du ihr ganz klar sagst, ich mag dich unheimlich gerne, aber einfach nur als eine sehr enge Freundin vielleicht und nicht auf diese romantische Schiene. Also das könnte ich eher verstehen, als wenn du mir sagst, ja, wir müssen mal gucken, wie es läuft, wenn wir rausgehen. Ach, wie krass sensibel sie das jetzt gesagt hat, ne? Hätte man auch einen anderen Ton anschlagen können, meiner Meinung nach. Ich glaube, der kommt bei Saskia gar nicht an, ne? Also da macht die vielleicht auch zu, aber sie hat ihre Zunft und findet das auch sehr interessant. Aber ich frage mich halt wirklich, was ist beiderseits die Motivation dahinter, weil sie sich, glaube ich, auch beiderseits wirklich sehr gut finden, ne? Ich finde es unheimlich wichtig, dass Saskia und Biene miteinander sprechen, weil ich denke, nur so kann man eine gute Grundlage aufbauen, egal in welche Beziehungsrichtung man geht. Hi. Na? Ah, mir erzähl mir was. Weißt du leider nicht mehr was? Beziehungsweise ist es Champagner an der Hauswand? Wir genießen einfach kurz die Stille. Aber
come on, wenn du so ein Player bist, ja, und das wirklich da so ausspielst, da musst du jetzt auch die Eier haben und ihr das sagen. Ich glaube, Saskia will halt nicht, dass es unangenehm für sie wird, ne? Dann kann man sich aber auch nicht so verhalten, oder? Komm mal kurz her. Nein, nein, ist schon okay. Guck mal, als ob Saskia nicht wollen würde, dass Iri da jetzt irgendwie was anspricht oder keine Ahnung. Stretch. Redet ihr gar nicht? Ey, geh bitte wieder rein. Es ist frisch draußen. Die beobachtet die übrigens die ganze Zeit schon. Ne? Die hat sich da ins Wohnzimmer gesetzt und genauso, dass sie den Blick auf den Whirlpool hat. Da fragt man sich doch auch, was soll das eigentlich, oder? Habt ihr nicht miteinander geredet? Doch, wir sind noch dabei. Du lügst doch. Ich sehe es in deinen Augen. Und ich habe es die ganze Zeit aus dem Wohnzimmer aus beobachtet. Ich habe ja nicht eine Sekunde weggeguckt, Leute. Ich habe doch gesehen, da haben sich keine Lippen bewegt. Das will sie uns doch eigentlich sagen. Hey, ja, wir reden noch, aber es dauert kurz einen Moment. Wow. Der tut dir keinen Zwang an, dann rede ich für dich über deine Gefühle. Ach man, ich finde das irgendwie total blöd, weil Biene ja da im Pool sitzen muss und sich denken muss, hä, bin ich hier irgendwie gerade im falschen Film? Was ist denn los hier? Was labert ihr? Kann einer mich mal aufklären? Wow, wie lange sind wir hier drinne? Ich hab einen Blackout. Ich hab eh keine Ahnung, was ich sagen wollte. Wisst ihr, woran die mich erinnert? Wenn man als Kind irgendwas angestellt hat und dann fragt die Mutter einen, hast du das gemacht? Und du guckst die an und musst lachen und lügst. Ich weine gleich. Nein, ich weine nicht. Ich schreie gleich. Was ist denn? Weiß ich nicht, was mit dir ist. Bei mir ist nichts. Jetzt waren wir beide am Pool. Alter, 2 Stunden hat die jetzt ihr Maul nicht aufgemacht. Die ist einfach, glaube ich, zu gut für diese Welt. Ganz ehrlich. Und, waren da, glaube ich, 2 Stunden drin, aber im Endeffekt habe ich keine neuen Infos erhalten. Wie fühlst du dich? Hat ja nicht so viel verändert. Die Iri, die checkt ja mich jetzt erstmal ab. Ist jetzt alles geklärt? Ist die Bahn frei? Aha! Ich finde es irgendwie komisch, dass die wirklich da so ein Riesenbedürfnis hat, dass Saskia ihr jetzt klar sagt, das ist nur freundschaftlich. Ich glaube mal, wenn ich so vermitteln darf, ist Saskias Intention einfach, ja, dass sie dich halt schon sehr gerne mag, aber dass es eben nicht in diese romantische Richtung laufen muss. Ich finde es geil, dass sie das jetzt übernimmt. So, warum? Warum? Lass doch mal Saskia ein bisschen erwachsen werden. Ist das der Sinn oder der Inhalt sein sollte, war mir jetzt, ist mir jetzt neu gerade. Damit hat die Iri jetzt wirklich gar nicht gerechnet. Also sie hat doch genauestens beobachtet, dass da kein Wort gefallen ist. Und die hat doch auch irgendwo ihr Lauscher aufgesperrt, dass sie das alles genauestens mitbekommt, was sie da sagen. Und jetzt ist die überrascht, dass Sabine davon noch nichts gehört hat? Also ich habe ja, als Iri mir ja mitgeteilt hat, was Saskia eigentlich denkt, da dachte ich, war ich ja so geschockt, dass ich mir alle Szenarien vorgestellt habe und einfach dachte, okay, sie will das jetzt geklärt haben, also das zwischen Saskia und mir, damit da freie Bahn ist. Ah, das sind Szenarien, die habe ich auch im Kopf. Ne? Warum ist das jetzt eigentlich so abwegig? Ich glaube echt, die ist zu gut für diese Welt. Wie fühlst du dich denn so nach dem Gespräch? Bin verändert, aber ich habe mich ja vorher auch schon nicht schlecht gefühlt. Und was für ein Gespräch? Da hat doch überhaupt kein Gespräch stattgefunden. Darf ich was einwerfen? Ja. Das Wichtigste, was du eben vermitteln kannst, ist Klarheit. Das könnte ich, wenn du möchtest, könnte ich das jetzt halt mit meinen Worten verpacken und wiedergeben. Okay, habe ich schon gemacht. Ich lieb's. Können wir es nicht einfach abkürzen, dass du mich einfach nicht so toll findest, wie ich dachte, dass es ist? Ich finde es doch toll. Also ich meine, so toll, dass man sich auf einer romantischen Art datet und nicht auf einer freundschaftlichen Art. Du musst es einfach nur ja sagen, Saskia. Und immer noch schafft sie es nicht, Biene das zu sagen. Ey, komm, Menschen haben doch Ehrlichkeit verdient. Vor allem, wenn es um Gefühle und Liebe und alles geht. Ich finde das echt nicht korrekt, Mann. Also wirklich. Aber wer weiß dann, ob es nicht so ist? Also ob das noch so... Naja, wenn du jetzt nicht denkst, dass du dir das vorstellen würdest wie jemand anders, den du voll geil findest und gerne treffen willst und Sex haben willst und keine Ahnung. Also wenn das jetzt schon ersichtlich ist, dann sag es doch einfach. Wer weiß denn, ob es nicht so ist? Guck mal, sie will sich das irgendwie noch aufhalten mit Biene, bandelt aber schon gleichzeitig mit Iri.
ne, die da sitzt, an. Das macht man doch nicht. Das ist brutal provokant. Es ist, was soll das, Mann? Ich bin nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie schon ein krasses Gefühl hatte, dass ich jetzt voll Bock habe, rumzuknutschen oder so. Das ist doch mal eine Aussage. Ich hätte das schon gehabt. Das ist auch mal eine Aussage. Hast du auch noch nicht gesagt. Ich glaube, auch Biene hätte gedacht, dass Saskia das möchte, weil, wie gesagt, sie gesagt hat, sie kriegt den ersten Kuss, aber nicht mit der Princess. Also Saskia hat das gesagt, ne? Ich will nicht schon wieder heulen. Ach Mann, Biene, das tut mir total leid. Ist doch spitze gelaufen. Es war nicht meine Absicht, Biene traurig zu machen. Hat nur so semi-gut funktioniert. Ich dachte halt einfach, dass wir beide auf so einem entspannten Level sind und hab halt nicht erahnen können, dass sie schon weiter ist als ich. Mm-mm. Wem will die das erzählen? Nee. Mich macht das unglaublich traurig, Biene dann zu sehen, wie sie leidet, wie sie da, wie sie weint. Ist auch voll schrecklich, Mann. Also ganz im Ernst, die macht dir da so eine Hoffnung und danach in Berlin, wir treffen uns, ja, ich mag dich ja, ich mag dich ja. Die hatten ja dieses ganze Gespräch schon mal. Ja, und jetzt ist nächster Tag und dreimal dürft ihr raten, was da jetzt passiert. Was denkst du denn, wie du deinen Tag verbringen wirst heute? Ja, na, ich sollte mich auf jeden Fall von Biene distanzieren. Aber mein Empfinden sagt, dass ich mich jetzt gerne neben sie setzen möchte. Neben sie setzen möchte ich? Weil hier fühle ich nur sexuelle Vibes und das kann ich gerade nicht. So, und jetzt sehen wir mal, was für eine reflektierte, korrekte, süße Person Biene ist. Das gestern war für mich ein Schock, war eine eindeutige Aussage, aber ja. Das ist in Ordnung. Ich finde, man hätte das früher machen können. Das ist nämlich, geht in eine Richtung, toxisch, die toxisch sein kann und nicht so nice ist. Und wir haben eindeutig von Daten und nicht von freundesmäßig Treffen gesprochen. Das kann ich bestätigen, das habe ich auch gehört und gesehen. Krass. Dann ist es echt kein Missverständnis, sondern einfach Fehlkommunikation. Und hingenommen, dass jemand verletzt wird, das ärgert mich, glaube ich, am meisten daran. And that's on period. Ich bin froh, dass Jer und Miri, die da ja auch sitzt, und Biene das jetzt gemeinsam irgendwie mal feststellen. Weil ich hatte schon Angst, dass die da ungeschoren davonkommen. Ich glaube halt, ab dem Punkt, an dem Saskia gemerkt hat, dass sie sich nicht in Biene weiter verlieben wird oder dass da wirklich einfach nichts ist, dann hätte sie sich distanzieren müssen und nicht weiter den ganzen Tag mit ihr kuscheln und ihre Nähe suchen. Mir ist schon aufgefallen, dass Saskia mehr mit Iri flirtet als mit anderen und auch als mit mir. Und wahrscheinlich bin ich einfach wieder zu dumm gewesen zu erkennen, dass da dann doch mehr ist. Ja, das kann man schon so sagen. Tut mir leid, Biene. Ein bisschen dumm ist es schon. Vor allen Dingen scheint es ja auch dein Muster zu sein, wenn du sagst, ich war schon wieder so dumm. Ach Mann, das tut mir aber einfach nur leid, weil du bist doch echt eine super tolle Frau. Aber vielleicht wird es ja jetzt was bei dir und der Princess. Das wünsche ich mir für dich. Warum grinst du jetzt? Auch weil ich an Sex mit dir denke. Die treibt es halt echt auf die Spitze, ne? Ich könnte einfach nur ausrasten, aber ich beruhige mich jetzt, weil Biene nimmt es ja sportlich und wenn es für Biene jetzt auch okay ist, mein Gott, ne? Warum sollte ich mich dann aufregen? Oh, hier habe ich einen guten Blick. Ich glaube, ich gehe der Situation Iri und Saskia ein bisschen aus dem Weg. Und das hilft mir, glaube ich, auch freier in Richtung Irina zu sein. Ah ja, okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ich hatte schon Angst, dass gar keine Chance mehr bei der Princess besteht. So, und jetzt gucken wir mal rein, was ist denn eigentlich mit der Breda? Die ist ja noch im Krankenhaus. Oh, ist sie gebrochen, oder? Ja. Nein. Oh, scheiße. Mit einem gebrochenen Arm. Er hat den Parcours noch fertig gerannt. Und überhaupt, ich find's so krass, Mann. Ich muss halt leider zurück nach Deutschland. Oh nein. What? Oh, shit. Oh nein. Oh Mann. Oh, ich würde dich gerade gern so gerne in den Arm nehmen. Iri weiß gar nicht, was sie sagen soll. Es ist einfach. Ja, es ist traurig, weil ich dich. Ich in der kurzen Zeit so gern gewonnen habe. Und ich hätte mich einfach so gefreut, wenn ich die Chance gehabt hätte, dich weiter kennenzulernen.
Ja, irgendwie, man merkt sofort, dass du so ein großes Herz einfach hast. Und ich hätte es echt schön irgendwie gefunden, da noch irgendwie ein bisschen dann auch noch mal anzuknüpfen. Und ich glaube, Iri weiß wirklich nicht, was sie sagen soll. Das ist auch so scheiße, weil ich echt das Gefühl hatte, dass... Also du bist so eine tolle Frau und ich wünsche dir einfach, dass du die Liebe findest. Und wenn ich es nicht sein kann, hoffe ich, dass du sie mit einem der anderen Mädels findest. Oh nein! Komm, Applaus, Alter. Das ist eine Gönnerin. Die gönnt und die will nur das Beste für die. Und das finde ich einfach nur toll. Irina hat mir auf jeden Fall gezeigt, wenn es die richtige Person ist, wie schnell man sich doch verlieben kann. Ich danke dir so, dass du da warst und so ein gutes Herz irgendwie hast. Und ach Gott, ey. Den Spruch hat es jetzt nochmal gebracht. Ja, warum auch nicht, ne? Hört sich ja auch gut an, du hast ein gutes Herz. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, denkt an den Spruch. Bis bald, ja. Bis bald, Britta. Ciao. Wisst ihr, was das Allersüßeste überhaupt ist? Dass Iri die ganze Zeit Brittas Pulli noch trägt. Ich, für mich wäre sie die Richtige gewesen. Ich wünschte mir, ich könnte ihr zeigen, dass ich auch die Richtige für sie bin. Oh mein Gott. I can't. Ja, in Bezug auf Britta tut es mir echt wahnsinnig leid. Ich habe sie in der kurzen Zeit schon so mein Herz geschlossen. Und dann fällt es natürlich doppelt schwer, dass sie jetzt vorzeitig gehen muss. Ich muss leider was mitteilen. Und zwar habe ich mit Britta heute telefoniert. Der Arm ist aber leider gebrochen. Oh. Also, es ist Digga. Ja. Gebrochen. Wie Fabio, Alter. Digga, ja. Wow. Und sie wird morgen auch zurückfliegen, deswegen. Also sie wird nicht wieder zurückkommen. Und guck mal, wie süß, ne? Iri kann nicht mehr erzählen, fängt an zu weinen. Und Elsa direkt und Biene gehen dahin, um sie in den Arm zu nehmen. Das finde ich sehr schön. Ja gut, das ist aber auch... Ja, was soll ich sagen? Jetzt ist es irgendwie aber auch alles relativ schnell wieder vergessen. Die Mucke wird angeschmissen und der Alkohol fließt. Naja, von hinten habe ich dich ja schon angefasst. War wieder offensiv, flirty und touchy. Ich habe sie an der Hüfte berührt, am Bauch. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo meine Hände waren. Dann gönn dir. Und jetzt möchte ich auch gerne ein bisschen erfahren, warum ich bis jetzt immer noch nicht eine Zweisamkeit mit dir hatte. Wir hatten doch ein bisschen Zweisamkeit. Na, nur ein bisschen. Ich finde es ein bisschen krass, ein bisschen sehr offensiv. Ich weiß halt nicht, ob Iri sowas mag oder nicht. Irgendwie denke ich nicht, weil sie ja voll auf Elsa gerade abfährt. Und Elsa ist ja eher so ein bisschen mit sehr viel Respekt. Das wissen wir ja. Die sind eine respektvolle Person. Ich bin, glaube ich, eine sehr respektvolle Person. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich will das Einzeldate wirklich. Ich möchte sie endlich mal kennenlernen. Und dann auch auf jeden Fall in einer intimeren Runde. Und das bedeutet nicht mit fünf anderen, sondern nur sie. Und ich denke mir halt, es ist auf jeden Fall ein guter Weg, gesehen zu werden und so. Und vielleicht ist es ja auch das, was Iri mag. Besser als halt nur in der Ecke zu sitzen und in der Nase zu puppeln und sich über die anderen Mädels aufregen, wie gut die bei Iri ankommen und man selber nicht. Oder? So, willst du auch noch was trinken? Also auf jeden Fall nichts Alkoholisches, weil ich nicht viel Alkohol vertrage. Und ich auch nicht. Nein, ist doch umso lustiger. Nee, keine Ahnung, also ich will das jetzt nicht so sagen, aber ich habe das so, wenn ich viel Alkohol trinke, dass ich eher Lust auf Sex oder so. Lu, die ist ja auch ein Schlingel, ne? Stille Wasser, sage ich da nur. Hast du One-Night-Stands? Ja, ich hatte schon welche, aber... Ganz kurz, können wir kurz über den Look von Iri sprechen, Alter. Ich bin eine Grundschullehrerin. Schön hier die Brille an so einem Seil oder was, ne? Wie heißt die Scheiße? Keine Ahnung. Dann auch halt das Badetuch so, ne? Hammer einfach. Ja, das gibt einem dann auch nicht so viel, ne? Also wenn, in dem Moment ist es dann irgendwie gespannt, weil es aufregend ist, aber halt nicht intensiv. Es gibt ja auch noch genug, was man vorher machen kann. Vorher machen kann? Also irgendwie kann ich dem Gespräch nicht so ganz folgen. Ja, nee, ja, finde ich auch. Dann hat man später umso mehr Lust und dann, also auf Sex und ja, dann genau, ist es dann so. Selbst das vorher kann so intensiv sein, wenn man eigentlich die ganze Zeit sich denkt, oh,
Noch ein Schritt mehr. Noch ein Schritt? Ja. Aber nein, später. Was meinen die damit im Vorher? Die reden irgendwie Puzzle schon wieder. Spreche ich nicht, ne? Ich bin nicht aus Slytherin. Und du bist auch so eine schöne Mischung zwischen sportlich, aber trotzdem feminin. Und du wirkst nicht hart. Du wirkst sympathisch, das finde ich toll. Das ist ein schönes Kompliment. Dann cheers auf dich und auf deine schöne Reise. Auf das heutige Glas. Ich finde das ein sehr komisches Kompliment, aber gut. Ich muss gestehen, so langsam finde ich sie immer toller und so langsam merke ich das auch ein bisschen. Ich glaube aber, Lou hat auch gute Chancen. Die ist ja wirklich eine Süße und Iri und die sind ja immer so auf Flirtkurs, oder? Hast du gleich noch mal so ein paar Minuten? Vielleicht müssen wir ungestörter reden können? Gerne. Alter, das ist diesen Look, ne? Ich lieb's. Die spielt mit ihren Reizen, weil einen schönen Arsch, den hat die auf jeden Fall. Klatsch. Bitte. Zwei Männer. Darfst sitzen, wenn du magst. Ich würde alleine sitzen. Also? Nein, geht's dir gut? Warst du jetzt mal so ein bisschen angespannt, deswegen muss ich da mal. Ich glaube, das letzte Mal war der Geburtstag. Und jetzt guckt mal, die setzen sich da zusammen hin und Elsa direkt das Bein auf Iris Bein. Ich spüre da Liebe. Ich bin sehr an den Grenzen meiner Energie. Mhm. Und wenn ich mir dann so vorstelle, so, keine Ahnung, du bist mit der Person, du bist mit der Person, du bist mit der. Und ich weiß so, im echten Leben wärst du niemals dieser Mensch, der so mit so vielen Frauen ist. Und es ist trotzdem so ein Muss hier gerade, vielleicht auch für dich. Das kann ich nicht sagen, wie es dir damit geht, das müsstest du mir sagen. Und es ist so irritierend. Ich lieb's halt, wie Iri wirklich die ganze Zeit so Elsas Arm massiert. Ja, für mich ist das auch mega schwierig da. Richtiges Playgirl hier, so von Weimar. So eine bist du. Und so habe ich, also so schätze ich dich halt eigentlich gar nicht an. Und so bist du auch nicht. Ja, ich freue mich. Kuss Nummer 2 geht an Elsa, of course. Ich liebe das einfach. Obwohl ich mir ein bisschen gewünscht habe, dass Miri den vielleicht kriegt. Aber ist okay. Ist okay. Zum einen ist es natürlich schön, wenn wir uns nah sind, wenn wir uns küssen. Und zum anderen, ich kann gar nicht sagen, vielleicht hat sie ja gestern noch Sarina geküsst oder vielleicht küsst sie morgen wieder jemand anderes. Ich glaube, ich kann das alles gar nicht so krass schwer gewichten, weil man nicht weiß, wie ernst es eigentlich ist. Ah, das stimmt. Da hat sie natürlich absolut 100% mal wieder recht, unsere Elsa, Mensch. So, Frauenwechsel. Soll ich Platz machen? Ist da noch Platz? Da ist auf jeden Fall noch Platz. Ach, jetzt ist Iri von Elsa zu Miri. Boah, das muss auch so hart sein für die, also für Iri. Pass auf, du musst genau das Gewicht verlagern. Okay. Du musst genau in diesen Arm. Damit das passt. Und die Beine so rüber. Okay. In der ersten Sekunde, als Iri auf mich zugekommen ist, habe ich nur gemerkt, wie mein Herz so richtig die ganze Zeit bum, 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 bum. Und ich dachte so, okay, jetzt chill. Ich finde Miri von ihrer Art her ganz toll. Und ich finde, sie passt auch gut zu Irina. Also die passen gut zusammen. Ich wünsche mir irgendwie, dass da auch was draus wird. Und dass da jetzt auch mal bald ein Einzeldate folgt. Es war so ein lockeres und entspanntes Gespräch. Und genau so muss das sein, wenn du dich verliebst. Und ich will gar nicht wissen, wie schlimm es noch wird. Auch du solltest jetzt hier bleiben. Und die können jetzt alle nach Hause gehen. Und stehe hier nicht wieder auf. Die sind auch flirty, das mag ich. Zu Miri fühle ich auch eine romantische Anziehung, ja. Ich fühle mich immer richtig wohl einfach in ihrer Umgebung, weil sie mir so ein gutes Gefühl gibt. Miri, wie geht's dir? Ich habe einen riesen Crush auf Iri. Ja, ich hab's eigentlich schon gewusst. Danke für den kuscheligen, schönen Abend mit euch. Ich werde mich jetzt zurückziehen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Ja, denn heute steht ja auch wieder eine Entscheidung an und die Mädels machen sich jetzt schon mal ready für die Princess. Und solange keiner ihr krass was vormacht, bin ich auch noch cool damit. Aber irgendwann werde ich richtig abgefuckt sein, wenn irgendjemand ihr was vormacht. Und wann? Naja, sobald ich merke, dass sie jemanden gut findet, der ihr was vorheuchelt, dann werde ich richtig ausflippen. Ach, wie geil. Meinst du Biene? Biene so, lululul, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Da würde ich protective werden und da wird es auch Stress geben. Klatsch. Wenn Saskia jetzt unter den letzten 4 käme, dann gäbe es ein Problem. So. Ah, okay, es geht um Saskia. Nächste Szene, die liegt da wieder. Pascha von Kölle, Alter. Meiner Meinung nach sollte Saskia heute nach Hause gehen.
nach dem heutigen Tag ist es klar, dass Saskia sich definitiv in diesem Haus umguckt. Nach dem heutigen Tag? Ich wusste das eigentlich schon seit Tag 1. Aber ist okay, ist okay. Ich meine, ihr seid ja nicht 24/7 da und kriegt das alles mit, so wie ich. Und ich finde, dann ist es jetzt so der Zeitpunkt, wo man Platz machen sollte für die, die wirklich Interesse haben. Ja, that's on period, Mary. Absolutely. Geiler Pulli, by the way. Diese Nacht heute wird anders. Denn jetzt steht die Entscheidung an, aber... Ihr dürft alle die Kette behalten heute. Mein Herz ist einmal kurz in die Hose gerutscht. Ich behalte die auf jeden Fall und meins. Die Rede von der Kette. Das ist doch schön, da freuen sie sich alle. Und wahrscheinlich, weil Britta gegangen ist und einer hätte gehen müssen, ist doch auch gut, ne? Da freut sich vielleicht doch die eine oder andere, dass Britta weg ist. Wie ich finde, unverdient. Ja, und das war's heute mit Folge 4. Wir gucken jetzt aber noch mal ganz kurz rein, was nächste Woche uns hier erwartet. Und nächste Woche bei Princess Charming? Wahrscheinlich, dass die Sex haben. Noch 100%. Die Situation ist einfach Abfuck. Ich weiß halt nicht, ob ich stark genug bin für dieses Spiel. Das fand ich super scheiße. Also, ich will hier gewinnen. Geht's dir ums Gewinnen oder geht's dir um Irina? Ich bin an so einem Punkt, wo ich jetzt sage, jetzt erst recht. Ich habe nur Fragezeichen, die heute nicht geklärt wurden. Ja, and that's it. Das ist es für heute. Alter, was ein Ritt, oder? Habe ich es euch nicht gesagt? Ich fand's echt krass. Wie hat euch die Folge gefallen? Let me know, aber alles, ne? Die Sache mit Saskia, die Sache mit Elsa und Iri. Wie geht das alles weiter? Pipapo und natürlich mit Britta, ne? Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein. Peace. Ich find's gut, wenn mich eine Frau schlägt. Ich mag das.